Frauen redest, hast du die enorme Möglichkeit, sie dazu zu bringen, dass sie Interesse an dir hat. Du kannst tatsächlich am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis bei dieser einen Frau, die du sowieso schon magst, aber du nicht sicher bist, ob sie dich mag, dahin bringen, dass sie total verrückt nach dir wird. Wie du das schaffst, das werden wir dir hier in diesem Video sagen. Es gibt nämlich ganz bestimmte Dinge, die du ihr sagen solltest und ganz bestimmte Dinge, die du ihr auf gar keinen Fall sagen solltest. Welche Fehler du vermeiden solltest, werden wir dir hier schon mal aufdecken. Es gibt ganz, ganz, ganz viele dieser Sachen, ganz viele dieser Sätze, die du sagen solltest, um Interesse zu erzeugen. Dazu, Newsflash, habe ich ein Produkt entwickelt mit einem persönlichen Coaching einmal die Woche. So günstig wie noch nie. Ungefähr ein Coffee to go am Tag kostet dich das Ganze. Und du hast jede Woche ein Coaching-Call dabei. Dort lernst du nämlich, was du in jeder Situation mit einer Frau sagen sollst. Für alle Situationen bist du dann gewappnet, dann hast du etwas Sicheres, was du in der Tasche, im Kopf immer dabei hast und du weißt, wie du sie von dir überzeugen sollst. In diesem Video werden wir jetzt 4 oder 5 Beispielsätze geben, die du aus deinem Alltag hundertprozentig kennen wirst. Und eins ist schlimmer als das andere, deswegen schau dir das komplette Video an, was du auf gar keinen Fall bei der Frau, die du magst, sagen solltest. Sei es am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis oder tatsächlich, wenn du dich schon traust, eine Frau anzusprechen und ihr kommt per Zufall irgendwo ins Gespräch, dann achte darauf, dass du die folgenden Dinge nicht sagst. Mein Name ist Andy Friday, der Flirtcoach für Männer mit Herz, mit dabei wieder Makako. Wir machen das schon seit über 10 Jahren. Ich freue mich darauf, eine geile Show. Bleib dabei, es geht los mit dem allerersten Satz, den du niemals bei einer Frau sagen solltest. Are you ready, Makako, für die Show am Freitag? Es ist Freitag. Zwei Dagen. Saturday, Sunday. Legen wir los. Yes. Die Dinge, die man niemals zu einer Frau sagen sollte. Erster Punkt. Jetzt kommt eine Situation. Du bist in der Teeküche oder Cafeteria. Mach deine E-Mails aus. Nochmal. Du bist in der Cafeteria oder in der Teeküche und beobachtest ein bisschen deine Kollegen. Und dann siehst du dieses süße Pärchen. Irgendwie ein Arbeitskollege, Arbeitskollegen. Die shakern ein bisschen rum, trinken Kaffee, haben Spaß und sharen Stories. Und dann kommen andere Kollegen dazu und sagen solche Dinge wie: Ey, ihr beide seid ihr süß, seit wann seid ihr denn zusammen? Mhm. Und die Reaktion vom Mann: Nee, wir sind nur Kollegen. Ja, das typische Abstreiten jeglicher sexueller Anziehung. Ja. Ja, mein Lieber, das ist in der Tat etwas, was du auf gar keinen Fall machen solltest. Ich weiß, es ist komisch, wenn auf einmal dich direkt vor diese Realität konfrontiert und dich davor stellt und sagt: Hey, seid ihr zusammen? Weil ihr seid natürlich nicht zusammen. Und die natürliche Reaktion dann ist es, Dinge klarzustellen. Ja, die natürliche Reaktion für einen logisch denkenden Mann ist es, die Dinge klarzustellen, die Wahrheit auf den Tisch zu legen und zu sagen: Nein, wir sind auf gar keinen Fall zusammen. Aber beim Flirt geht es nicht um die richtigen Dinge, sondern um die spaßigen Dinge. Oder hier, sogar um ganz spezifisch zu sein, um die träumerischen Dinge. Ja, gerade wenn ihr zwei, wenn es um Männlein und Weiblein geht, wenn es um zwei Menschen geht, die sich mögen und vielleicht mag sie dich ja mehr als du glaubst. Aber wenn du jetzt sagst, wir sind auf gar keinen Fall zusammen, dann ist das für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, damit killst du die Anziehung oder den Flirt oder die Spannung, die da im Raum war. Mach das auf gar keinen Fall. Ja, wenn jemand sagt: Hey, seid ihr zwei ein Pärchen? Oder in irgendeiner anderen Weise dich darauf hin anspricht, dass dazwischen euch vielleicht der Funken sind, dann geh damit spielerisch um. Du brauchst es nicht, du brauchst es weder abzuschlagen, noch brauchst du jetzt mit dieser Situation irgendwie umzugehen, wie als wäre es eine Tatsache. Du sagst: Naja, wir sind nicht zusammen, aber wir sind Kollegen. Das ist auch nicht nötig. Geh damit ganz spaßig um. Flirtig. Das heißt, du könntest zum Beispiel in so einer Situation, wie Makako, wie du das gerade gesagt hast, könntest du zum Beispiel antworten: Noch nicht, aber sobald es soweit ist, kriegst du die Einladung in der Post zu unserer Hochzeit. Dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, so wie sie sich hier anstellt. Oder irgendwie anders und mach daraus das Ganze ein Spaß. Das oh ja, warte mal. Darf ich? Lass mich. So. Biete noch ein Beispiel. So. Gerne. Frag mich nochmal. Gib mir den Satz. Okay. Hey, seid ihr zwei ein Pärchen, so wie ihr hier immer miteinander rumschäkert? Fast. Was heißt fast? Jetzt sagst du: Ja, 3, 2, 1.
Oder du kannst auch sagen, hey, du bist der Erste, der es bemerkt hat. Du darfst unser Trauzeuge sein. Bist du dafür? Mega. Und dann fragst du die Frau. Genau. Involvierst du sie auch dazu. Dann wird sie nämlich, weil Frauen gerne flirten, weil Frauen gerne daraus einen Spaß machen. Das ist genau die Art von Kommunikation auf emotionaler Ebene, nicht auf logischer Ebene, die Frauen schon seit sie kleine Kinder sind gerne machen. Wo wir noch mit Autos und mit Lego und mit Dinosauriern gespielt haben, da haben Frauen, als sie klein waren, kleine Mädchen, sich mit ihren anderen Freundinnen unterhalten oder mit anderen Freunden und waren in der Fantasie. Sie haben sich ganz viele Fantasiebilder gebaut. Ja? Natürlich, Jungs, Mädchen, wir machen das alle, dass wir in der Fantasie leben, wenn wir Kinder sind. Aber warum haben wir damit aufgehört? Ja? Frauen sind nach wie vor gut darin, heutzutage immer noch in der Fantasie ganz viel Spaß zu haben und sich Dinge auszumalen, wie toll das doch wäre oder wie schön das doch wäre oder wie schrecklich das doch wäre. Und wir Männer, wir sind dann einfach, ja, aber das ist ja nicht so. Die Realität liegt ja vor uns. Warum unterhalten wir uns hier über irgendein fiktives Szenario? Lass uns mit den Fakten umgehen, wie sie hier gerade vor uns sind. Und das ist natürlich unser rationales Gehirn, das sich da einschaltet. Aber beim Flirt, da ist das emotionale Gehirn gefragt. Das heißt, hier geht es um Spaß. Ja, wie kannst du das Ganze auf die leichte Ebene heben? Und das war ein super Beispiel, wie Makako gerade gesagt hat. Mach das beim nächsten Mal, wenn jemand dich oder dich und die Frau, wenn ihr nebeneinander steht und du damit konfrontiert wirst, dass ihr doch ganz süß zusammen aussieht, geh damit spielerisch um. Okay? Das ist Punkt Nummer 1. Ja. Und wir gehen auch direkt weiter zu Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2 ist der Klassiker, den ich früher auch immer gemacht habe, dazu. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und natürlich, habe ich ja auch gemacht. Das waren ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen. Ganz viele Situationen, in denen ich einer Frau das gesagt habe und sie mir dann auf mannigfaltig Weisen deklariert hat, dass das bei ihr nicht so ist. Das letzte Mal, dass das passiert ist, das war in meinem Studium und diese Frau hat dann, wenn du schon langjähriger Zuschauer bist, wirst du das schon mal gehört haben, diese Frau hat dann mir geantwortet mit einem ächzenden, sympathisierenden "Och, Andy." Und ich habe gedacht, Moment mal, wie bitte? Was ist deine Antwort? Warum auch Andi? Was habe ich denn falsch gemacht? Ja, ist die intuitive Reaktion. Und dann habe ich es irgendwann verstanden, dass genau das Falsche war. Wir waren gerade dabei, uns anzunähern. Wir waren gerade dabei, uns kennenzulernen. Und ich lege ihr, pum, diese Riesenlast vor die Füße und sage, nein, Madame, wir sind nicht mehr dabei, uns kennenzulernen. Wir sind schon viel weiter als das. Wir sind schon längst in der Beziehung angekommen, ich liebe dich. Und jetzt was? Was machst du jetzt mit der Information, Madame? Wirst du mich jetzt küssen? Wirst du mich jetzt heiraten? Sind wir jetzt ein Pärchen? Das ist viel zu viel Last. Auch wenn wir. Ja, Druck. Das ist es, Druck. Auch wenn wir das gar nicht mal so schlimm meinen. Ja, natürlich nicht. Das ist ja, wir glauben, es ist ja ein Ausdruck unserer echten Gefühle. So etwas Schönes. Ja, oder das Ausdruck des absolut geilsten Kompliment ist, was du machen kannst. So, ja. Oh, ich muss dir jetzt irgendwie zeigen, dass ich wirklich aufstehe. Wie beweise ich das? Ich sage etwas, wovor ich am meisten Angst habe, zu sagen, ich sage es ihr, ich liebe dich. Nein, Mann, tu es nicht. Der Grund ist der, dass das schönste Gefühl, was du ihr geben kannst, nicht dein Bekenntnis deiner Liebe ist, sondern das schönste Gefühl, das du ihr geben kannst, ist genau diese Reise des Kennenlernens. Wenn du von jemandem einen Filmvorschlag bekommst und du denkst dir, boah, der Film hört sich toll an, ja, den würde ich gerne angucken. Und danach sagt er dir, was am Ende des Films passiert. Dann wärst du auch etwas enttäuscht und wärst so, hey, ich wollte mir den Film doch selber noch anschauen. Das ist die Reise, wir möchten selber auf diese Reise mitgenommen werden. Wir wollen erleben, was am Anfang passiert, was in der Mitte passiert. Wir wollen wissen, schafft es der Held, schafft es nicht der Held, kommt sie mit ihm zusammen, streiten die sich noch, was wird passieren, ja. Und genau diese Reise ist das, was sie ebenfalls erleben will. Es ist das, was wir als Kinder gespielt haben, auch mit der Blume. Er liebt mich nicht, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Das haben wir alle mal gespielt. Vor allem Frauen haben das ebenfalls mal gespielt. Und das ist die Situation, in der sie dieses
er liebt mich nicht, weiterhin erleben möchte, während ihr euch kennenlernt. Das sollte nicht schwarz auf weiß wie eine Deklaration vor ihr liegen, dass du dich in sie verliebt hast. Sie möchte selber darauf kommen, dass das so ist. Sie sollte natürlich wissen, dass du Interesse an ihr hast. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das müssen wir nicht so aufbauschen wie etwas, was eigentlich erst Monate in die Beziehung hinein gesagt werden sollte, weil, um ganz ehrlich zu sein, weißt du das noch gar nicht. Du wirst es wissen, wenn du dich mal richtig heftig mit ihr gestritten hast. Wenn du mal erlebt hast, wie es ist, wenn ihr 2 Tage lang keinen Kontakt hattet, weil ihr so einen heftigen Streit hattet, dass du gerade einfach nicht kannst, als Abstand zu suchen, weil ansonsten würdest du wieder irgendwas Saures sagen, ja? Oder sie würde wieder irgendetwas Saures und Unüberlegtes sagen. Und danach kommt ihr wieder zusammen und ihr merkt, wo eure echten Parallelen sind. Oder du findest heraus, was sie für Pläne in der Zukunft hat und dass es mit deinen Plänen übereinstimmt. Dass eure Werte übereinstimmen. Dass es Dinge gibt, die dich von ihr oder teilweise manche Werte von ihren Werten unterscheidet. Aber dass das Kernthema, um das es sich dreht, wenn ihr zwei ein Team sein wollt, dasselbe ist. Und auch die Herangehensweise eine sehr ähnliche ist. Wenn du all das an deinem Partner kennengelernt hast und dann deinem Partner sagst, wow, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt, dann ist das etwas ganz anderes. Dann ist das basierend auf echten Erfahrungen. Ja, und nicht einfach nur auf einem flüchtigen Gefühl, was, aus Erfahrung kann ich dir sagen, und wenn du in dich tief hineinschaust, aus deiner Erfahrung vielleicht auch direkt erkennen wirst, dieser, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt, Satz, so früh im Prozess des Kennenlernens, im Prozess des gemeinsamen Zusammenkommens, der Verführung von euch beiden, ist lediglich ein Ausdruck von einer emotionalen Abhängigkeit. Ja. Es zeigt einfach nur, dass du niemand anderen hast und deswegen dich auf diese eine Chance klammern möchtest, sie nicht loslassen willst. Und das merkt sie natürlich. Und das ist nicht attraktiv. Das bedeutet, überhaupt dass, nicht. Ja, damit wird sie direkt das Gefühl haben, okay, das ist super viel Druck für mich, anscheinend bin ich der Einzige, der für ihn in Frage kommt, ich will diese Last nicht auf mich nehmen, ja, ich finde das ziemlich unfair, diese Last auf einmal zu tragen und davon wird sie Abstand nehmen, ja. Deswegen, etwas viel, viel Angenehmeres, was du machen kannst, wenn du ihr ein Kompliment geben möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass sie eine richtig tolle Socke ist, ist zum Beispiel genau das, du bist eine richtig tolle Socke. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Das ist ein wunderbares Kompliment. Ja. Weil es geht auf ihren Charakter, es geht nicht um ihr Aussehen, über das, was sie trägt oder die Oberflächlichkeiten, die wir halt sofort sehen, sondern in dem Moment hast du sie schon ein bisschen kennengelernt und gehst spezifisch auf einen Punkt ein. Und wenn sie witzig ist, dann sag ihr, dass sie witzig ist. Wenn sie eher cool drauf ist, sagt ihr, dass sie eine coole Socke ist. Wenn sie verrückt ist, nimm das auf, sag, du bist verrückt, das mag ich. Boom, perfekt. Da hast du auch einen richtig schönen Satz gesagt. Wenn du nämlich nach deiner Erkenntnis an ihr ein ich mag das oder das mag ich hinzufügst, das ist eine sehr subtile, wunderschöne Art, ihr zu zeigen, dass du sie magst, aber viel weitergehend als das, dass du Menschen wie sie magst. Und das gibt genau diese Prise, er liebt mich nicht. Ja? Genau wie du es gerade gesagt hast, ein Beispiel. Dir gefällt, wie sie kichert, ja? Und dann sagst du ihr einfach, du bist süß, ich mag das. Dann zeigst du ihr damit, dass du ihr Kichern, ihre Süßhaftigkeit toll findest, aber du hast nicht direkt... gibt bestimmt ein besseres Wort, aber ich habe es gerade nicht gefunden. Aber du hast nicht schwarz auf weiß deklariert. Aber du hast nicht schwarz auf weiß deklariert, dass du in sie verliebt bist. Ja? Da ist also genügend Spielraum für sie zum Wundern, zum sich fragen, um weiterhin diesen Film zu verfolgen, um diese Reise weiterhin mitzuerleben. Wird was aus uns oder wird nichts aus uns? Ich spüre, da ist was. Ich bin gespannt, wohin die Reise noch gehen wird. Ja, dieser Raum, der ist essentiell in der Verfügung. Das ist deep, das ist gut. Man, mal zurückzukommen zu der Geschichte, die du vorhin erzählt hast, als du gesagt hast, ihr seht euch nicht, dann streitet ihr euch und dann, wenn ihr wieder zusammenkommt, dann sagt ihr, dann sagst du das Wort, ich liebe dich. Und das hat eine ganz andere Bedeutung. Wann hast du dich das letzte Mal gestritten?
Ich persönlich? Mhm. Oh, ich habe mich vorgestern oder gestern erst mit meiner Freundin gestritten. Okay. Ja. Worum ging's? Das klären wir später. Das klären wir später. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr sagen. Weil es irgendwas Kleines war. Irgendein Quatsch. Meine italienische Seite kommt dann mal raus und dann zanken wir uns über irgendeinen Quatsch und danach realisieren wir, dass es totaler Schwachsinn ist, worüber wir reden. Und dann küssen wir uns und dann ist die Sache auch schon wieder erledigt. Eigentlich ist es sogar noch besser als das. Das führt uns eigentlich immer wieder ein Stückchen noch näher zusammen. Ja? Was natürlich kein Rezept ist, dass du dich ständig streiten solltest. Ich sage nur, dass ein Streit nicht unbedingt so schlimm sein muss, ja? Sondern durchaus auch einfach mal ein bisschen Salz und Pfeffer im Gericht und dann danach gibt es wieder die Versöhnung und alles ist gut. Ja. Geil. Ich würde gerne mal die italienische Seite von dir kennenlernen, die kocht. So, okay. Wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Ja. Punkt Nummer 3. Warten wir mal, das nächste. Es ist nur ein Wort. Oh, das okay. Wort. Ich, ja. Yes. Okay. 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 Warum ist okay so schlimm? Okay. Das Wort okay an sich ist nicht so schlimm. Aber ich sehe das immer wieder bei den Teilnehmern in der Charisma-Analyse, wenn sie von ihren Situationen mit Frauen erzählen. Und ich habe es auch schon sehr oft im Coaching mit diesen Männern erlebt. Wenn sie mit Frauen reden, gerade wenn ich live vor Ort bin, ja, wenn wir ein Live-Coaching-Event haben und ich sehe, wie sie mit Frauen reden, dann habe ich das hunderte und hunderte und hunderte Male schon erlebt. Der Mann steht vor der Frau, er lernt sie gerade kennen, stellt ihr Fragen, möchte in die Tiefe gehen mit ihr und egal, was sie sagt, er antwortet mit okay, okay, ah ja, das ist cool. Okay. Oh, das ist cool. Oh, das ist natürlich schön, ja. Ich bin ganz bei dir. Er sagt zu allem Ja und Amen. Und okay ist echt das Schlüsselwort, das ich da tatsächlich hunderte von Male gehört habe. Achte mal bei dir darauf, ob du das machst, wenn du mit deiner Angebeteten, wenn du mit einer Frau redest, die du magst, ob du da wirklich auch mal Paroli bietest. Ob du mal Nein sagst oder ob du eben tatsächlich immer nur okay sagst. Denn sie muss sehen, dass du ihr tatsächlich authentisch nicht immer übereinstimmst. Das wäre die Wahrheit. Ja? Sie möchte dich als echten Menschen kennenlernen und nicht einfach nur als positivste Version eines Spiegelbilds, was sie zu allem recht gibt. Das ist nicht wie eine Beziehung sagen soll. Ich habe es vorhin erwähnt, ja, mit einer Prise Salz und Pfeffer ab und zu da rein. Da darf es auch mal etwas Zunder geben. Ihr müsst nicht immer auf derselben Seite sein. Das muss kein brachialer Streit sein. Ja. Davon reden wir gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass du ihr, wenn sie gerade, sie erzählt irgendwas über sagen wir mal, sie redet über den letzten Urlaub, du hast Fragen gestellt und dann sagt sie, und auf einmal hat er mir nicht mein Wechselgeld zurückgegeben. Und ich habe da runtergeguckt und habe gesagt, wo ist mein Wechselgeld? Und wenn du jetzt üblicherweise sagen würdest, okay, dann stell dir doch mal vor, wie würdest du in der Situation reagieren? Du würdest wahrscheinlich sagen, hä, was, wo ist mein Wechselgeld? Und genauso kannst du dann ihr auch zeigen, wie du reagieren würdest. Du sagst, hä, was, er hat nicht dein Wechselgeld gegeben. Und du zeigst Emotionen. Du bist nicht einfach nur die ganze Zeit positiv, aufmerksam und voll und ganz da, sondern du bist durchaus auch mal mit deinen Emotionen jetzt in einer ganz anderen Sphäre angelangt, in einer kritischen, ja, in einer durchaus ungläubigen Sphäre. Was, das kann doch nicht sein. Es ist gut, dass sie das sieht, weil sie sollte dein volles Spektrum an Emotionen im Laufe des Kennenlernens kennenlernen. Sie sollte sehen, dass du ein Mensch bist mit allen Facetten, die ein Mensch so in sich trägt. Nur dann kann sie auch sich in diesen Menschen verlieben und nicht einfach nur in dieses Bild, was du ihr gezeigt hast. Kein Mensch kann sich in ein Bild verlieben von einer Karikatur von einem Menschen. Wir müssen den Menschen in all seinen Facetten kennenlernen, sonst können wir uns gar nicht wirklich in den anderen verlieben. Also das Gute, das Schlechte, das Schöne, das Hässliche, das gehört alles dazu. Ja? Genau deswegen sagen wir natürlich auch immer wieder, dass es wichtig ist, deine eigenen Schwächen zu zeigen, dass du auch über deine Schwächen reden kannst. Nicht die ganze Zeit.
nicht nonstop, aber auch mal etwas erzählen kannst zu deinen Schwächen. Ja? Gehört hundertprozentig dazu. Ich habe von vielen Teilnehmern früher gehört, ja, aber ich möchte sie ja nicht unterbrechen, ich möchte ja nicht unhöflich sein. Deswegen höre ich zu und ab und zu sage ich, okay, ja, um einfach zu zeigen, dass ich aufmerksam zuhöre. Ja, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass Unterbrechen nicht das Problem ist. Ja, ja, aber das müssen wir nochmal betonen. Ich möchte das nochmal betonen. Klar, Authentizität zeigen und hier, unterbrechen ist cool. Das ist gut. Unterbrechen ist Gold. Yes, solange du Interesse zeigst am Gegenüber, kannst du diese gängigen Höflichkeitsfloskeln nicht aus dem Fenster werfen. Du darfst unterbrechen, du darfst kritisch sein, du brauchst nicht die ganze Zeit ihr Recht geben, sondern du kannst durchaus auch mal sagen, nee, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Du flunkerst mich auch an. Bisschen necken. Ja, bisschen necken. Na, um dann wieder den Flirt auch mit reinzubringen, die Leichtigkeit. Ja. Und wenn gar nichts geht, sagst du einfach, du bist ein Rassist. Ja, das beendet jede Konversation. Offensichtlich im heutigen Diskurs. Ja, aber natürlich scherzhaft gemeint. Ja. Alright, was haben wir noch? Der nächste Punkt, was mir sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr schon anfängt zu reden und die Frage aufkommt, wohin gehen wir als nächstes hin? Wo wollen wir essen gehen? Was wollen wir machen? Und du sagst, entscheide du. Entscheide du. Ja, warum solltest du nicht als ersten Impuls ihr direkt die Entscheidung überlassen müssen? Ich sage nicht, dass es nicht gut ist, grundsätzlich anderen die Entscheidung zu überlassen. Selbstverständlich, ja, ihr seid ein Team, ihr entscheidet tatsächlich auch gemeinsam. Aber wenn es für dich die Norm ist, dass du die Verantwortung abgibst mit entscheide du, und wenn das deine Reflexantwort ist, dann zeigst du damit, dass du auch in anderen Belangen die Verantwortung abgibst. Nicht diese Gewohnheit hast, die Verantwortung zu übernehmen. Und sie möchte sehen, dass du ein Mann bist, der Verantwortung übernehmen kann, ja? Der die Gewohnheit hat, die Verantwortung für eine Situation einfach mal zu übernehmen. Dass er zum Beispiel in dieser Situation, das ist eine tolle kleine Mikro-Lebenssituation, in der du dir zeigen kannst, ja, ich bin auch imstande zu führen. Ja? Ich werde dich nicht die ganze Zeit rumkommandieren, aber ich kann auch mal einen kleinen Impuls geben. Ja? Das ist wie beim Tanzen. Ja, und mir ist nicht alles egal. Mir ist sehr schön, sehr schön. Ich habe eine Meinung, ganz richtig. Ich habe eine Meinung, ich habe Vorlieben, ich habe Interessen. Ich lasse dich teilhaben an meinem Charakter, damit du mich ebenfalls kennenlernen kannst. Ich habe Lust auf Italienisch. Ich habe heute Lust auf eine Pizza. Oh, um die Ecke gibt es einen richtig guten Italiener. Der macht die Pizza so flach, die ist so flach, wenn du sie hochhältst. Dann würdest du denken, sie würde eigentlich runterfallen. Aber aus irgendeinem Grund steht sie trotzdem. Aber sie ist nicht zu hart. Sie hat die perfekte Konsistenz. Muss ich dir zeigen. Hast du Lust? Magic. Dann gehen wir da hin. Das zeigt, dass du Emotionen hast, dass du Vorlieben hast, und dass du Begeisterung hast für die Dinge, die du magst. Davon will sie ein Stück abhaben. Von diesem Charakter, der in dir steckt, den du hast. Zu egal welchen Themen, aber du hast diese Begeisterung für etwas in deinem Leben. Sonst such sie dir, ja, wenn du keine hast. Dann ist das ein massives Problem. Weil dann kannst du diese Begeisterung auch nicht für die Frau in ihr erwecken. Also, okay. In diesem Beispiel, teile etwas aus deinem Leben, wo du mit ihr hingehen möchtest, damit sie sieht, dass du ebenfalls Verantwortung übernehmen kannst. Dann weißt du nämlich auch, im Umkehrschluss, wenn ihr euch näher kommt, dann wird nicht alles an ihr liegen. Dann wird nicht alles an ihr liegen, dass ihr Nummern austauscht, dass ihr euch auf einem Date trefft, dass sie den Vorschlag nicht machen muss fürs Date, dass sie dich nicht küssen muss, dass sie dich nicht dann ins Schlafzimmer einlädt, all diese Sachen. Natürlich wird sie auch manche dieser Schritte in der Verführung auch mit übernehmen. Aber sie möchte nicht das Gefühl haben, es ist alles meine Aufgabe. Und wenn du einen Habitus hast, also die Gewohnheit, immer wieder zu sagen, entscheid du, sag du ruhig, ist mir alles egal, dann ist das aus diesen Gründen sehr unattraktiv. So. Ja, sicher, Frauen wollen ja keinen... wollen einen Mann daten und nicht einen kleinen Jungen erziehen. Ja. Initiative, das Zauberwort.
Oh, ich habe es vorhin erwähnt. Der Vergleich hier, vorhin auch einer auf YouTube kommentiert, der Vergleich hier ist der Tanz. Ja? In jedem Tanz führt einer der beiden. In den meisten traditionellen Tänzen ist das der Mann. Der Mann führt deinen Tanz. Aber was heißt Führung? Es bedeutet nicht zerren und zurren und dominieren und sagen, hier geht's lang, mach genau das, was ich will. Überhaupt nicht. Das ist genau der Fehler, den dieses ganze Alpha-Gehabe so propagieren möchte. Ja, wenn du diese Videos schaust, wo Leute sagen, als Mann musst du einfach sagen, was du willst und total drauf scheißen, was andere wollen oder nicht. Das ist nicht der way to go. Der führt dich nämlich auch nicht weiter. Ja? Es ist ein Geben und Nehmen. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Zu Verführung gehören immer zwei. Ihr verführt euch immer gegenseitig. Aber wie beim Tanz setzt du kleine Impulse. Komm, wir drehen uns mal. Dreh du dich mal. So, wir gehen jetzt hier lang. Jetzt gehen wir wieder zurück. Es sind kleine, subtile Impulse, die angeben, wohin wir gehen könnten. Das sind Vorschläge. Und wenn diese Vorschläge wenn diese Einladungen als Impulse deklariert sind, ich habe Lust darauf, ich habe Lust auf Pizza, das ist eine richtig gute Pizza, komm, lass uns da hingehen, dann hat sie auch Lust drauf. Dann ist sie viel gewillter, dir zu folgen und mitzumachen. Das ist diese Form der Führung, über die wir immer wieder reden, wenn wir von Führung reden, im Kontext der Verführung. Ja, und das darf empathisch sein und auch dynamisch. Also, du darfst auch nein, also die Frau darf ja auch jederzeit nein sagen. Du führst, du lädst ein. Genau. Aber du kannst auch mit Nein leben. Warum? Weil du ein gütiger König bist. Ganz genau. Als gütiger König musst du nicht deine Gefolgsleute ausnehmen. Du brauchst nicht noch irgendein Karren Gold. Du hast schon alles, was du brauchst. Aus diesem Grund kannst du etwas abgeben. Das ist keine Nettigkeit, das ist Güte. Ja, darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Ich möchte da unseren Mindset-Coach, unseren lieben Dominik Van Awe zitieren, der sehr gerne sagt, Dominanz ist keine Brechstange. Mhm. Ja, schönes Beispiel. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Oh, der nächste Punkt. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen. Das ist mir gerade eingefallen. Ich habe nämlich heute Morgen erst einen Post gesehen von einem unserer Teilnehmer, der Sebastian. Der hatte ja vor ein paar Wochen erst einen Unfall gehabt und war verletzt und ist dann aber trotzdem spontan in Urlaub gefahren und war in Budapest, in Ungarn. Bin ich geografisch richtig? Mhm. Budapest, Ungarn? Okay, gut. Geht mir immer die Pumpe, wenn ich sowas sage. Ich könnte ja falsch liegen. Und der war alleine dort und spricht auch kein Ungarisch. Er spricht ein bisschen Englisch. Und da war auf der Straße unterwegs, hat Menschen angesprochen, war flirty. Und heute hat er einen riesen Erfolg gepostet. Er war in der Stadt unterwegs, ist in einen Park gegangen, hat ein Mädel angesprochen, die dort sich gesonnt hat im Bikini. Er hat sich getraut, sie anzusprechen, hat seinen Social Media Account mit ihr geteilt und über den Account sie am gleichen Tag noch in eine Bar eingeladen und sie dann später auch getroffen. Mega. Ja, warte. Das war Kapitel Nummer 1. Mhm. In der Bar haben die sehr gut verstanden. Er hat sie versucht zu küssen. Das hat zwar nicht sofort geklappt, aber er hat dann direkt gemerkt, es ist vielleicht nicht Ort und Zeit, um es hier zu machen. Es ist vielleicht unangenehm in der Öffentlichkeit. Aha. Ist mit ihr rausgegangen, hat die Führung übernommen, Händchen gehalten, durch den Park spaziert und irgendwann hat er sie dann einfach genommen, sanft gegen die Wand gedrückt, ich betone sanft, hat sie geküsst und anschließend hat er sie mit nach Hause genommen, ins Hotel mitgenommen und dann haben sie eine wunderschöne Nacht miteinander verbracht. Und das Ganze innerhalb von 1-2 Stunden. Crazy. Und der Sebastian, du kannst dich erinnern, wo er noch vor einem Jahr stand. Ja, er war kompletter Anfänger. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, so nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, was die Männer, die bei uns das Coaching haben, für Geschichten erzählen und sich freuen. Ja, ich meine, ich freue mich, aber was meinst du, wie sich der freut? Ja. Ja, ich meine, der Sebastian freut. Ja. Wow. Also ich bin einfach nur begeistert. Ich finde es einfach nur großartig. Mega Story. Ja. Das
ist nicht so weit entfernt von deiner Realität. Ich weiß, es hört sich so an, als wäre das, wie soll ich das jemals schaffen? Aber wie du gerade gesagt hast, Makako, das hat er früher auch nicht gekonnt. Das ist für ihn ebenfalls Neuland, so etwas zu können. Und ich glaube, in der Story hat sogar gesagt, eine Frau, da hätte ich mich früher niemals getraut, sie anzusprechen, gell? Also irgendwie so genau sein Typ ist. Ja, er hat sie als wunderschön, attraktiv, mit einer sehr attraktiven Figur beschrieben und wie verwundert und begeistert er war, dass er es hinbekommen hat. Dass er es konnte, ja. Dass er sich getraut hat und dass es letztendlich leicht ging. Und da ist ja auch das Geheimnis. Wenn es leicht geht, machst du es richtig. Yes, Leichtigkeit. Leichtigkeit ist der Schlüssel. Wir haben jetzt schon mehrere dieser Punkte heute genannt, um die es geht. Und diese Dinge sind alle ein Element der Leichtigkeit. Es geht hierbei um den Flirt. Ja? Wenn du flirten lernen möchtest, dann habe ich übrigens für dich jetzt hier oben für dich den Link eingefügt zu interessewecken.de. Du kannst auch direkt in deinen Browser eintippen, interessewecken.de. Dort lernst du nämlich das Flirten. Wir haben für dich nämlich jetzt die Flirt-Spezialisten massiv im Preis runtergesetzt. Und das heißt, für dich gibt es jetzt die Möglichkeit, jeden Tag flirten zu lernen und die Frau auf der Arbeit genauso zu verführen, wie die Frau, die du beim Bergsteigen oder beim Wandern siehst oder wie der Sebastian eben im Park erblickst. Und tatsächlich, für jeden ist das möglich. Du kannst flirten lernen, du kannst die Frau, die du magst, von dir begeistern, ihr Interesse erzeugen und dann mit ihr zusammen auf ein Date gehen, wo viel mehr passiert. Das ist möglich, mein Lieber. Ich wünsche dir das. Wir wünschen dir das alle von Herzen. Ja, absolut, so soll es sein. Es ist möglich, das ist das Allerwichtigste und das, was du jetzt wirklich mal beachten solltest, ist, wenn du es nicht ernst nimmst, jetzt dich zu trauen, etwas zu machen. Wir leben gerade in einer Zeit, in der viele Menschen Angst haben. Wenn du dich dieser Angst hingibst, dann wirst du in einen Strudel gelangen, in der du immer ängstlicher wirst. Wir können nicht mutig oder ängstlich im Wechsel sein. Wir sind immer eins von beidem und das immer im Strudel, in einer Strudelwirkung stärker und stärker geht. Wenn du jetzt gerade dich umschaust und alle anderen sind unsicher, was jetzt mit der Zukunft passieren wird, dann darfst du nicht teilhaben an dieser kollektiven Angst. Warum? Weil du dir selber keinen Gefallen tust. Es ist genau jetzt ungemein wichtig, dass du dich traust, genau jetzt traust, diese Dinge auch mal zu machen, wo du immer gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich das darf, ob ich erlaubt bin, ob ich es mir leisten kann, ob sie mich möchte, ob sie mich abweisen wird. All diese Fragen, diese Ängste, jetzt ist der Zeitpunkt, mein Lieber, um vor allem den Stimmen im Kopf einmal, ihr könnt mich alle mal, zu sagen. Du hast ein besseres Leben verdient. Das, was der Sebastian erlebt hat, das kannst du genauso erleben. Dazu musst du auch nicht mit uns zusammenarbeiten. Das kannst du selber machen. Du kannst jetzt sofort dieses Video ausmachen. 66% unserer Zuschauer schauen über mobil, über ihre Handys. Du kannst dein Handy jetzt sofort ausmachen. Es würde mich sogar sehr freuen, wenn du dein Handy jetzt ausmachst und die nächste Frau, die du siehst, wo dein Herz höher schlägt, ansprichst. Mach es, bitte. Mach es. Ja, auf jeden Fall. Das würde mich total freuen. Da kannst du beim nächsten Video dann reinkommen und in den Kommentaren schreiben, ich hab's gemacht. Das würde mich richtig freuen. Wenn du es nicht kannst, dann helfen wir dir gerne dabei. Ja? Dann komm zu den Flirt-Spezialisten, klick hier auf den Link und erfahre in dem kostenlosen Video, was du auf der nächsten Seite siehst, wie das genau funktioniert und wie du ebenfalls zu diesem Mann werden kannst. Ja? Ja, macht mit. Ich möchte in einer Welt leben, die voller Lebensfreude ist, wo Leute flirty sind, miteinander positiv und wertschätzend umgeht. Deswegen, nehmt mit, was ihr mitnehmen könnt, lernt, was ihr lernen wollt und vor allem, nehmt daran teil. Ja? Oder, um es auszudrücken wie Kaiser Nero, verfluche nicht das Böse und die Dunkelheit, zünd lieber Rom an, erfreue dich an strahlender Sonne. Oder so. Mist. Bullshit. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, mein Lieber. www.interessewecken.de für deinen Leitfaden, um mit jeder Situation klarzukommen, weil du ab dann immer wissen wirst, was du sagen sollst, ohne Angst zu haben, dich zu blamieren. Bis dann, mein Lieber.